Hallo, in diesem Video zeige ich dir einen Geigerzähler. Dieses Gerät besteht im Wesentlichen hier aus dieser Kammer. Wie das genau funktioniert, machen wir mal extra. Nur für den Moment ist wichtig zu wissen, wenn ein Teilchen, Alphastrahlung, Betastrahlung, oder auch die elektromagnetische Strahlung, Gammastrahlung hier eintritt, dann, man hört es schon, knackst es. Immer wenn ein Teilchen hier reinkommt, hört man den hier knacksen. Und damit, wer aufgepasst hat, Alphastrahlung wird ja eigentlich schon vom Blatt Papier aufgehalten, damit man aber trotzdem Alphastrahlung messen kann, ist es halt sehr wichtig, dass hier vorne, ich kann das mal ein bisschen näher halten, das ist ein Glimmerblättchen. Das heißt, das lässt die Teilchenstrahlung durch. Das ist so dünn, dass die Teilchenstrahlung durch kann. Ja, so, und jetzt muss man noch ein bisschen gucken, wofür habe ich den Kumpan hier. Diese Variante hier ist, hat so einen kleinen Zusatzanschluss, und zwar kann man hier unten lesen, da steht Impulse pro Sekunde. Ich habe hier eingestellt 10 Impulse pro Sekunde, und dann steht hier nochmal pro Volt. Das heißt, wenn das jetzt 10 Mal pro Sekunde hier ein Teilchen draufkommt oder beziehungsweise in diese Kammer hineinkommt, dann liegt an diesem Anschluss 1 Volt an. Und hier habe ich ein Messgerät, das habe ich auf 1 Volt gestellt, und die Skala geht von 0 bis 1. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich hier 10 Teilchen oder ja, wie auch immer, wobei ich jetzt tatsächlich in der Hauptsache hier nichts habe, was Gammastrahlung produziert. Immer kann ich dann doch sagen, immer wenn hier ein Teilchen drauf kommt, knackst das, und wenn es 10 Teilchen pro Sekunde sind, dann habe ich hier den Vollausschlag. Soweit die Messapparatur. Zeit, das Ganze auch auszuprobieren, wobei, wenn man hört, ich habe ja hier schon irgendwie, ist es hier schon am Knacksen, obwohl ich hier noch gar nichts davor halte. Das liegt einfach daran, Radioaktivität ist durchaus etwas Natürliches, und wir sind tagtäglich von Radioaktivität umgeben, und insofern ist das erstmal nicht ungewöhnlich, dass man hier schon was hört. Man kann dann mal so ein bisschen gucken. Hier habe ich verschiedene Dinge, die kann ich jetzt mal auch in die Kamera halten. Hier habe ich Knöpfe, und zwar aus Uranglas. Wenn man was andersrum macht, sieht man auch was. So sehen die Dinger aus. Und wenn ich jetzt da mal dran gehe, ja, man merkt schon, dass hier schon die Impulsrate schon etwas höher ist. Als nächstes haben wir radioaktiven Hausputz aus dem St. Joachimsthal. Zeige ich auch mal. Warte ich mal hier so, da ist das Ganze. Und auch da.
da merkt man, dass die Impulsrate hochgeht und man sieht hier auch, dass hier auch tatsächlich der Zeiger etwas hochgegangen ist. So, und das ist vielleicht auch bekannt. Ich halte es mal auch in die Kamera. Das hier ist ein Wecker und das Besondere an dem Wecker sind die Zeiger. Ich zeige es vielleicht nochmal. Die Zeiger, die haben nämlich eine tolle Eigenschaft. Die können im Dunkeln leuchten. Und ja, früher, heute natürlich nicht mehr, ja, war diese Farbe tatsächlich auch ja, radioaktiv. Und das war besonders für diejenigen, die diese Zeiger angemalt haben. Die wurden tatsächlich damals nicht maschinell, sondern per Hand angemalt. Und die Leute haben ja, die, um diese Pinsel anzuspitzen, die abgeleckt. Also mit dem Mund halt das angespitzt und das war keine gute Idee. Meistens ist es so, dass Alpha- und Beta-Strahlung, solange es halt außerhalb des Körpers ist, kann es längst nicht so viel Schaden anrichten, als sobald das Zeug einmal in den Körper gekommen ist. Und wie gesagt, durch das Ablecken ist es in den Körper gekommen und das war nicht gut. Jetzt gucken wir uns mal an, was der Zeiger sagt und wie man deutlich sieht und auch an der Anzeige sieht, die müsste jetzt mal mindestens über die Hälfte rüber sein. Jo, das heißt, bei der Hälfte hätten wir 5 Impulse pro Sekunde. Bei Vollausschlag waren es ja 10. Also man sieht halt schon, dass das hier ja doch sehr stark, ja, was heißt sehr stark, dass das hier im Vergleich zu den anderen beiden die höchste Impulsrate hat. Ja, soweit so gut. Das waren die Experimente mit dem Geigerzähler.